Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Video von mir von Sunden Strike 4. Und zwar wollte ich euch Folgendes zeigen. Ich habe dann nämlich etwas Zeit und Langeweile hier im Spiel und dachte, ich baue mir mal eine schöne deutsche Armee auf. Ja, die Wehrmacht ist hier einer der stärksten Armeen, die man hat nehmen kann. Und gerade die Panzerlegion mit ihren Tiger 1. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, aus Jux, komm, baust du mal eine schöne große Armee und einen schönen Wall. Ja, und das wollte ich euch jetzt zeigen. Da fangen wir erstmal ganz hinten an, wo ich meine Stellungen ausgebaut habe. Jeweils in den ganzen Schützengräben Soldaten reingepackt habe mit Arti-Unterstützung. Mit der Wespe. Eigentlich ein schöner Panzer. Aber leider, die Reichweite ist. Ja, ist so der einzige Panzer hier, der eine gute Reichweite hat. Weil, wenn man nicht viel sieht, ist schnell alles vorbei. Genau hier so auch. Hier hatten wir noch die Kettenfahrzeuge, wo ich die ganzen Leute mit transportiert habe. Das war Wahnsinn. Und hier sieht es genauso aus. Einfach aus Jux und Dollerei dachte ich mir, ja, komm. Warum eigentlich nicht? Und alles fing mit dieser kleinen Stellung hier in der Mitte an. Hier wurde verteidigt und gekämpft. Bis zum blutigen Ende meines Feindes bis jetzt. Ist auch wunderschön gehalten. Hier ist mein Bahnhof, wo ich immer meine Einheiten mitgerufen habe. Einfach hier drauf und dann kann man so rufen. Zack. Mach mal ein paar Panzer hier. Das Schöne bei Sunstrike 4 ist, man hat überhaupt kein Truppenlimit, man kann so viele Truppen bauen, wie man möchte. Und es ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Also ich habe jetzt so viele Truppen und es läuft immer noch wunderbar flüssig. Ah, das sind meine Panzer. Panzer 4G. Zweitstärksten Panzer, die ich bauen kann. Ja, da sind sie. Ja, und hier halt so kleine Panzer 2D, Leichtpanzer zur Verteidigung. Was heißt Verteidigung? Ein großer Panzer kommt. Ich bin momentan im Krieg mit den Sowjets hier. Und wenn die mit ihren T-34 kommen, dann sehen die Panzer alt aus. Aber ich habe hier noch mal ein komplettes Regiment davon. Man weiß ja nie. Ja, kommen wir zu meinem kleinen Außenposten, wo ein paar Soldaten stehen. Und jetzt zum Wall. Bisher hatte ich nur einen einzelnen Flugangriff, deswegen steht hier auch eine Luftabwehr, die ein bisschen angefrackt ist. Und sonst habe ich überall die kleinen Panzer hingestellt. Hier hat sogar einer Munitionsmangel. Ja, und hier stehen auch schon meine Tiger. Kann ein komplettes Regiment an Tiger 1 Panzern mit der Wespe zusammen. Eine super Verteidigung, da die Artis wunderbar mit auf Ziel schießen. Also hier durchzukommen, das wird echt schwierig. Ja, und den Wall habe ich immer noch weiter schön ausgebaut. Hier haben wir wieder Panzer 4G. Und hier die kleinen Dinger. Jo. Feindliche Einheiten! Schön ausgebaut. Da werden wir wohl gerade irgendwo angegriffen. Zack, da ist er aber schon weg. Es geht hier recht zügig und die komplette Stadt eingenommen. Fast in jedem Haus ist ein deutscher Soldat und ein komplettes Regiment. Schön mit dem Tiger 1 hier ausgebaut. Wespe. Panzer 4G, da kann man nicht meckern. Den Bahnhof noch schön gesichert, wo ich auch schon kleine Schlachten hatte. Ich weiß, im ersten Moment ist das jetzt hier langweilig, weil der hat jetzt nur viel gebaut. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es hat echt jetzt viel Zeit gekostet, ey, bis die ganzen Einheiten. Ja, hatte das vielleicht schon. Ja. Ich würde mal sagen, läuft. So, dann noch zwei Tiger, zwei Panzer anfordern. Da sind sie auch schon. Und es läuft einfach flüssig. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten ich habe, aber ich würde mal fast sagen, ich komme jetzt schon auf 100. Allein schon von dem Fußvolk, was in den ganzen Häusern sitzt. Und in den Schützengräben. So. Wählen wir mal eine kleine Angriffstruppe aus. Klappen offen. Ach, es ist einfach ein schönes Geräusch der Motoren und der Ketten. Kriegt man sofort wieder Lust auf World of Tanks. So, an diesen
einsatzbereit. Dann schicken wir jemanden zum feindlichen Bahnhof. Ich könnte jetzt auch alle angreifen lassen, aber ich will diese Zeit und Arbeit hier nicht zerstören. Außerdem sollte das Panzerregiment hier jetzt schon, ja, das sollte eigentlich locker easy alles hinkriegen. Da haben sie den nächsten zerstört. Ach, die kommen mit kleinen T-34, immer nur einer. Ist jetzt nicht so die Gefahr. Und dann werden wir den jetzt mal den Garaus machen. Also ich muss sagen, das Spiel hat echt einen schönen Suchtfaktor. Also es wird einfach nicht langweilig. Und man kann hier echt stundenlang drin versinken. Gerade wenn man so einen Ball macht. Ein Soldat. Oha. Der Arme. Verstanden. Dann nehmen wir mal deren Bahnhof ein. Ich könnte jetzt auch natürlich hier erstmal Flugzeug hinschicken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal als erstes. Weiß ich noch nicht, ob ihr das gesehen habt. Na, mit abdrehen. So, schick mal noch falsche Jäger hin. Schweren Bomber kann ja auch noch hin. Bodenkampfflugzeug kann ja auch noch hin. Fliege zum Ziel. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Das sind halt die vier Perks, die man auswählen kann. Hier haben wir die Fallschirmjäger. Der große Kreis, das ist halt das Aufklärungsflugzeug. Mit der dicke Fall ist der Bomber. Und der kleine Fall hier in der Mitte durch ist ein kleiner Kampfjäger. Das ist schön, komm wieder zurück. Kann man immer gut anwerfen. Was haben wir da? Ein BT-7M. Der wird jetzt gleich Geschichte sein. Komm mal schon mal eine Fallschirmspringer. Und da ist auch schon der Bombe. Da ist er weg. Ja, jetzt hat das Kampfflugzeug nichts zu tun. Verstanden. Er fragt sich jetzt auch, was er hier soll. Der wird jetzt eigentlich runterschießen und kleine Bomben abwerfen. Infanterie meldet sich zum Dienst. Schicken wir einfach mal die Soldaten hin. Sobald man alle Flaggen eingenommen hat, ist das Spiel nämlich vorbei. Dann hat man gewonnen. Oder verloren. In meinem Fall jetzt zum Glück gewonnen. Und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich total aufregend. Das macht wirklich Spaß. Und wenn ihr Fragen zum Spiel habt, stellt sie mir gerne. Denn ich habe jetzt hier schon lange genug drin gesuchtet. Und weiß ja nicht die meisten Kniffe und Tricks, die man braucht, um den Gegner auszuschalten. So, Flagge oben. Zack, da ist der Sieg. Ja, nicht gerade das ganze viele Auszeichnungen. Lassen wir mal gucken. Was sagen denn die Stats hier? Schade. Wäre schön, wenn man auch gezeigt hätte, wie viele Einheiten man gebaut hat. Ja, und das war auch schon das Ende. Ich wollte es euch einfach mal zeigen aus Jux und Dollerei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.